Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch einmal erklären, warum wir hier am Haus eigentlich so wenig Erneuerung machen oder warum wir wenig Dinge neu kaufen, um sie dann, um das Ganze ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Sprich, warum lassen wir den Pool nicht neu machen? Warum lassen wir die Badezimmer nicht neu machen? Warum kaufen wir uns keine Möbel neu? Auf diese Fragen würde ich heute noch mal gerne so ein bisschen eingehen wollen. Ich weiß, wir haben letztes Jahr schon mal so ein ähnliches Video gedreht, aber es sind ja ganz viele neue Zuschauer dazu gekommen. Deswegen müssten meine alten Follower oder meine alten Abonnenten ab und zu mal ein Video in Kauf nehmen, von dem sie die Antwort schon wissen. Und gerade auch in meinen Vlogs erzähle ich ja immer ganz viel auch zwischendurch. Aber ich weiß auch, dass nicht jeder meine Vlogs von vorne bis hinten guckt und mein Gequatsche erträgt von morgens bis abends. Deswegen bin ich immer guten Willens, solche wichtigen oder für die Zuschauer Fragen anstehenden Fragestellungen ein extra Video zu machen. Dann kann man besser auch mal draufklicken und muss dann nicht immer in den Kommentaren die ein oder andere Frage nochmal wiederholen. Denn guckt man mal wahrscheinlich eher, was hat sie denn schon mal erzählt, bevor man dann eine Frage stellt. Oder ich kann ja dann auch darauf verweisen, wenn ich den Kommentar einmal lese. Also es geht uns hier bei dieser Villa eigentlich nicht darum, alles neu und hübsch und schön zu machen, weil man kann natürlich Farbe neu machen, man könnte diese Gitter erneuern und eventuell auch ganz wegmachen, man kann die Badezimmer, wie gesagt, neu machen, was eigentlich Priorität hat, ja, wenn man irgendwo eine Immobilie erwirbt. Und wir machen das aus folgendem Grund nicht. Ich habe das schon öfters gesagt, aber anscheinend ist es doch immer wieder Thema und immer wieder etwas, was euch interessiert. Wir machen das nicht, weil wir eben nicht genau wissen, was wir mit diesem Haus vorhaben. Auch das habe ich oft erwähnt. Es gibt Baupläne von der Regierung, die folgendermaßen lauten: Wir bekommen genau vor unsere Villa eine riesengroße Autobahn, eine Umgehungsstraße, so nennt sich das ganz genau, gebaut. Ja. Wann das passiert und wie lange der Bau dauert und warum er sich so in die Länge zieht, das weiß eigentlich keiner so richtig. Fakt ist, dass schon vor 3 Jahren dieser Bau der berühmten Umgehungsstraße, der großen D400 am Strand, angefangen hat und immer noch nicht sehr weit zu uns nach oben vollzogen wurde. Ich bin ganz froh drüber eigentlich dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich noch gesagt, Mensch, ich würde jetzt gerne da mal gucken und die Bauarbeiten so ein bisschen beobachten, aber natürlich hat das auch Nachteile. Ist da natürlich ganz laut und staubig und will man ja auch nicht, ne? Also so haben wir jetzt unsere Ruhe hier oben und niemand belästigt uns mit Klopfen, Hammern und Bohren, außer die Baustellen, die wir hier rundherum haben. Und das ist ja schon manchmal nervig. Hatte ich auch manchmal gesagt, dass die schon um 8 Uhr ganz da hinten anfangen zu rumsen und zu kloppen. Und das ist dann auch schon nervig, geschweige denn von dem Staub, der das verursacht. Ich glaube gar nicht, was für ein Staub hier in der Umgebung ist. Mein ganzer Pool ist manchmal dreckig. Da hast du eine richtige Staubschicht drauf auf dem Pool. Und insofern bin ich im Moment, also dieses Jahr bin ich ganz froh, dass da noch nichts vonstatten gegangen ist. Also, für alle, die davon noch nichts so gehört haben, ja, aber ich denke mal, jeder, der hier lebt, weiß davon, die D400, also diese große vierspurige, ja, vierspurige, das sind 6 Spuren, unten an, ich weiß gar nicht, an der Strandpromenade führt ja eine riesengroße Schnellstraße lang. Also für mich ist das eine Autobahn, weil die rasen da lang wie auf einer Autobahn gefühlt. Führt dort ja lang. Das heißt, der gesamte Geschäftsverkehr, der gesamte Privatverkehr geht von einer zur Seite zur anderen, ja. Und in einem Tempo und in einer Lautstärke, die natürlich belästigt, wenn man
einen schönen Strandblick, einen schönen Ausblick für die Touristen beansprucht. Und da hat man jetzt gesagt, dass man diese D400 unten verkehrsberuhigen will und dafür eine Alternative gefunden hat. Und diese Alternative läuft quasi genau vor unserer Nase hier entfernt vorbei. Ja, also die ganzen Bananenfelder, die ihr hier immer bei mir schön links und rechts seht, die werden alle platt gemacht, die werden alle vernichtet und da kommt dann eben diese große Umgehungsstraße lang. Das heißt, vor unserer Tür wird ein Bürgersteig entstehen. Allah is in Wilson natürlich, so Gott will. Und vor unserer Tür wird ein Bürgersteig entstehen, also so ein bisschen natürlich dahinter. Und dann wird da die Autobahn langlaufen oder Schnellstraße, je nachdem, die Umgehungsstraße halt. Ich habe von 6 Spuren gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie hier 6-spurig plus Bürgersteig hinpassen soll. Ich könnte mir eher 4, aber wie gesagt, 6-spurig ist so das, was ich gehört habe. Ich habe mich jetzt auch dieses Jahr überhaupt nicht darum gekümmert, wie weit der Bau vorangeschritten ist. Letztes Jahr war noch ganz unten in Alanya, nach Alanya kurz raus, da unter die Berge, da waren die gerade am Buddeln und Bauen. Inwieweit die jetzt vorangeschritten sind, ich habe keine Ahnung. Wenn mein Mann hier ist und wir wieder ein Auto haben, dann wird er mir das sicher zeigen, wie weit die sind. Ich habe im Moment keinen Plan, interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Und ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre dauert, weil dann haben wir noch so ein bisschen das Villa-Feeling hier. Nur, ne? Und das ist eben das Ding, wenn man bedenkt, dass du hier eine riesige Straße vor der Nase hast, ja, könnte ich mir vorstellen, dass die Villa einfach auch ja, ihren Dienst dann getan hat, ja, weil es ist einfach auch eine Lärmbelästigung, weil es ist richtig, richtig laut natürlich, ja, wenn ihr unten mal mit mir am Strand wart, dann wisst ihr, wie was für eine Lärmbelästigung da mit einhergeht und ob man dann hier noch so ruhig sitzen kann vor der Tür, möchte ich mal bezweifeln. Deswegen, wir wissen nicht genau, was wir mit dem Haus machen. Machen wir es eventuell lärmdicht, dass man isoliert, oder machen wir noch irgendwas drauf, ja, oder keine Ahnung. Also es gibt noch keine konkreten Pläne, wie immer bei uns. Geschieht das ganz spontan. Wir haben tatsächlich Pläne schon geschrieben, hat mein Sohn gemacht. Ihr wisst ja, der ist Architekt und hat schon oben Stockwerke drauf geplant. Aber wir haben das alles noch nicht eingereicht, weil wir eben nicht wissen, ob wir wirklich auch dieses Konstrukt unserer Planung umsetzen werden. Es ist natürlich auch alles so ein bisschen davon abhängig, wie schnell das mit dieser Straße voll. Aha, seht ihr da? Das ist auch blau. Vielleicht bin ich hingeflogen. Ne? Ich weiß nicht, habe ich mir irgendwas getan bei dem Sturz. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Ich bin ja die Treppen runtergefallen, da hatte ich ja erzählt in meinem Vlog. Naja, auf jeden Fall warten wir das jetzt einfach ab. Ja? Wir genießen hier unser Urlaubsfeeling mit Pool und schönem Garten, und was dann passiert, liegt sowieso in der Hand von Gott, und wir wissen nicht, was in die Zukunft bringt, das kann keiner sagen, und insofern machen wir uns da jetzt im Moment noch keinen Kopf. Sowieso passiert bei uns meistens alles ganz spontan, und das wird sowieso sich von selbst entscheiden, will ich mal so platt ausdrücken. Also deswegen keine neuen Bäder, deswegen keine neuen Möbel, deswegen keinerlei Erneuerung hier. Selbst den Pool schieben wir jedes Jahr hin. Ja, ihr wisst, der muss eigentlich total neu gefliest werden. Es muss eine neue Pumpe rein. Aber wir schieben das immer, ja, und hoffen, dass alles weiterhin so klappt, dass wir da das weiterhin so halten werden. Aber ein Pool, ne? Mal ehrlich, ein Pool direkt an einer Schnellstraße, ich weiß nicht, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich unangenehm ist, laut technisch und sowieso sichtschutzmäßig. Wie soll das alles funktionieren? Ich weiß nicht. Aber gucken wir mal. Wir wissen auch nicht genau, wie da alles verläuft. Das muss man auch mal gucken, und schauen wir mal. Auch unser Bananenmann hofft, dass das noch lange dauert, damit er da weiter seine Bananen ernten kann. Die sind aber natürlich auch informiert. Die wissen ja alle,
dass das passieren wird. Und insofern hat sich jeder darauf eingestellt. Wir wissen, es kann ganz schnell gehen. Ja? Also eine Straße baut ihr die Türkei mal innerhalb von morgens bis abends. Also fangen die da an und abends ist sie schon fertig gefühlt. Ne? Das geht ruckzuck. Da sind wahrscheinlich irgendwie irgendwelche anderen Problemchen zu bewältigen, dass das bisher noch nicht bis hier vorgedrungen ist, sonst wäre das schon fünfmal fertig. Deswegen, ja, also die Fertigstellung an sich ist mit Sicherheit zeittechnisch nicht das Problem. Da gibt es sicherlich andere Dinge, die dann noch gelöst werden müssen an Fragestellungen. Deswegen, ja, wir hatten Glück jetzt 2 Jahre, dass wir hier so ein bisschen weiter uns in Ruhe auf dem Berg haben ausruhen können. Wie lange das aber noch der Fall sein wird, wir sind, wie gesagt, auf alles eingestellt, aber es ist jetzt auch nicht so furchtbar. Wie gesagt, wir wussten das, ja, als wir dieses Haus hier uns geholt hatten, wussten wir, dass hier die Straße gebaut wird. Das war alles schon, die Pläne waren alle schon geschrieben, war alles schon fertig und deswegen ist es auch keine Überraschung für uns und damit waren wir touché. Im Gegenteil, wir finden das eigentlich auch richtig gut. Warum? Jetzt werden viele sagen, oh mein Gott, wie schrecklich. Nein, für uns ist das gut, weil hier natürlich dann Leben stattfinden wird. Ja, hier wird die ganze Infrastruktur wird sich nach oben verlagern, was jetzt unten an der Barbaros ist, an der Straße vor dem Strand oder an der Strandpromenade, eben an dieser großen D400. Das ganze Leben wird sich hier nach oben umschwenken. Ja, hier werden Busse langfahren, hier werden noch mehr Häuser entstehen, hier wird Leben, hier wird eine kleine Innenstadt entstehen. Ist ja logisch, weil überall quasi ja Menschen leben werden, die hier dann wohnen werden und dann wird auch der Busverkehr hier oben herkommen. Es werden Einkaufsläden noch mehr, es werden vielleicht Malls entstehen. Der eine oder andere wird dann sagen, okay, noch mehr Bau, noch mehr Natur, was kaputt gemacht wird. Ja, okay, aber ob ich das jetzt scheiße finde, entschuldige bitte, oder ob ich das gut finde, da kann ich ja gar nichts dran ändern. Passieren wird das sowieso, was die Leute da geplant haben und insofern kann ich nur damit touché sein, kann nur sagen, okay, da kann ich nichts machen und dann muss ich es ja gut finden, ja, weil sonst kann ich mich ja zu Tode grämen und sagen, okay, das ist ja richtig scheiße, entschuldigt bitte die Kraftworte, ja, aber ist ja so, also wir sind jetzt da positiv mit eingestellt. Wir hoffen uns und erhoffen uns ein bisschen mehr Leben hier oben, dass man auch mal einen Bus direkt vor der Tür hat, dass man da auch mal eine Einkaufsmall hat, wo man direkt hin muss. Wir müssen ja jetzt mal nach unten latschen, ja, was sehr mühsam ist, wie ihr wisst. Und ich finde es sowieso gut auch, dass die Strandpromenade verkehrsberuhigter wird, weil das ist schon richtig unangenehm und auch touristisch mal betrachtet ist eine Hauptverkehrsstraße an der Strandpromenade eigentlich nicht so schön. Ja, es ist schon einsehbar, dass man hier das Ganze nach oben verlagert. Aber es wird sehr, sehr laut werden davon. Bin ich überzeugt, es wird auch sehr viel umwelttechnisch natürlich mit Abgasen natürlich belastet werden. Ja, klar, es ist, wie es ist. Wir wussten das alles und wir waren darauf vorbereitet. Und jeder, der hier lebt, der hier seine Häuser hat, der weiß das, dass es irgendwann alles mal total anders wird. Und keiner weiß aber so richtig, wann und wie genau das vonstatten geht. Klar, man kennt natürlich den einen oder anderen Plan, aber so richtig, so endgültig wissen wir das alle noch nicht. Und da lassen wir uns überraschen, inwieweit nun tatsächlich der Plan besteht und wie lange das nun auch wirklich noch dauert, weil wie gesagt, wir haben seit 3 Jahren jetzt schon die Info darüber und bisher sind die noch nicht so weit, glaube ich. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit, werde ich euch dann irgendwann mal in einem meiner Vlogs zeigen, wenn mein Mann inshallah irgendwann kommt und wir endlich wieder ein Auto haben, dass man da auch mal ein bisschen hier die Gegend erkunden kann. Ja, mein Lieben, das ist, glaube ich, ein einsehbarer Grund. Klar, man kann sagen, man kann jetzt hier noch das ein oder andere machen, weil es kann ja noch dauern, aber ihr wisst, das machen wir nicht gerne. Also jetzt Geld ausgeben für Dinge, wo wir wissen, dass es eh nur begrenzt wahrscheinlich eine Anschaffung sein wird, das ist uns nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, ob wir da in einem schönen Bad duschen und ich würde nicht mal die Toilette austauschen, obwohl unsere Toilette wirklich kacke ist. Ne? Habt ihr ja gesehen, ich habe sie mal ab und zu in meinen Vlogs
gezeigt. Also ist uns völlig Wurst. Ja, wir duschen, wir sitzen auf Klo und waschen uns die Hände und dann gehen wir wieder raus. Also wir sind nicht mal das ganze Jahr über hier. Ja, also deswegen ist das alles im Moment eher unwichtig für uns und ist auch nicht, noch nie so wichtig für uns gewesen. Wir lieben alte Häuser und wir lieben es auch, mit alten Häusern zu arbeiten, sie zu renovieren, sie fresh zu machen, sie eventuell total zu erneuern oder auch mal nichts zu machen. Ja, wenn man halt andere Sachen zu tun hat, müssen wir auch nichts tun. Dann genießen wir einfach den Flair der altmodischen Generation und ich finde das alles nicht wirklich wichtig im Leben. Ja, wichtig im Leben ist, finde ich, dass man sich wohlfühlt mit seinen Mitmenschen, dass man in sich ruht und dass man sich nicht sozusagen mit so vielen Kleinigkeiten beschäftigt, die eigentlich total unwichtig sind, wie ein Bad, ob es nun braune Fliesen oder rote Fliesen hat. Klar, es ist schön, wenn alles auch schön aussieht, aber wie gesagt, unser Leben ist noch nie so perfekt gewesen. Bei uns ist alles drunter und drüber und so. Da sind wir gewohnt und insofern warten wir mal ab, halten wir mal die Füße still, um nicht so viel Unkosten noch hier reinzustecken, wo wir nicht genau absehen können, was wir hier mitmachen werden. So, meine Lieben, das war nochmal so ein extra Video. Ich weiß, die meisten von euch wissen das, weil ich sage es ja immer wieder, weil die Fragen immer wieder auftauchen, aber die Fragen tauchen trotzdem immer wieder auf. Deswegen einmal so ein extra Erklärvideo dazu. Vielleicht hat man das auch gar nicht so mitbekommen, wenn ich das immer so mal erzählt habe. Ja, es wird eine dicke Umgehungsstraße vor unserem Haus entstehen, die Richtung Gazipascha fährt und eben die Strandpromenade und die dicke Straße davor entlasten soll von LKW-Fahrern, von Geschäftsautos, von Privatverkehr. Es soll alles eben nur noch ganz reduziert werden. Inwieweit, welche Autos da überhaupt noch erlaubt sind, da gibt es auch der ein oder andere, der das sagt. Wie gesagt, ich bin da erstmal vorsichtig, ich weiß nicht genau. Deswegen habe mich da jetzt mit der Sache der Veröffentlichung nie richtig beschäftigt. Das ist immer nur das, was ich von meinem Mann höre und von unseren Bekannten, die hier sich befinden, hören. Und genau, das habe ich jetzt so ein bisschen wiedergegeben, inwieweit da was aktualisiert wurde oder inwieweit das jetzt alles überhaupt so hundertprozentig stimmt. Das möchte ich jetzt mal nicht ganz so festmeißeln und sagen, das stimmt jetzt so hundertprozentig, aber die Autobahn guckt und da kann ich nichts gegen machen und im Gegenteil, wie gesagt, wir erhoffen uns davon ein bisschen mehr Leben hier oben, weil dann müssen wir nicht immer nach unten latschen. Also jeder denkt ja so ein bisschen an seinen eigenen Vorteil, aber klar, wir bezahlen den teuer mit der Luft, die verpestet wird, mit der Lautstärke. Das ist eigentlich das, was mich am meisten beängstigt, dass es einfach so richtig, richtig laut wird, hier wie unten. Aber da muss man dann eben gucken, ne? Ob man da vielleicht baut die Regierung ja selbst auch Verkehrsschutzanlagen noch, Lärmschutzanlagen vor die Häuser. Man weiß es nicht. Ich werde mich da überraschen lassen und euch natürlich inshallah mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!